Hallo Leute und herzlich willkommen zu unserer kleinen Achterbahnfahrt der schlechten Lesegewohnheiten und der geistigen Durchfälle. Ein neuer Tag, eine neue Wartungsfahrt, eine Runde um die Medienwelt. Die Kurierzeitung, Vienna.at, der Standard, als auch die Kronzeitung Wien haben jeweils eine Meldung zum Thema Autismus ins Internet rausgehauen. Und weil ich mir diese vier Meldungen nicht alleine mehr antun kann, sicher ich wieder mit rein. Link zu den vier Artikeln gibt es selbstverständlich in der Videobeschreibung, als auch der Link zu meinem zweiten Kanal, falls es gesperrt wird. Würde mich freuen, wenn ihr dort ein Abo raushauen würdet, als auch der Link zu meinem David-Kanal, wo ich mir meine Comics nochmal geben könnt, als auch der Link zu meinem Twitter-Kanal, wo natürlich mehr passieren wird. Und diese Meldung trägt den Titel: Prozess gegen Autisten wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt. Ja, und diesen Titel habe ich natürlich auch dementsprechend auch besser angepasst, ne? Also im Videotitel, ne? Also gegen die Staatsgewalt. Mal schauen, ob das laut Ihrer Aussage gerechtfertigt ist oder nicht. Denn ich glaube, da steckt deutlich mehr dahinter. Beziehungsweise was wieder gegen die Polizei selbst angelangt, ne? Weil die Polizei hat dort Gewalt angewendet, die sie gar nicht verwenden dürfen, laut Dienstvorschrift. Aber fuck, wenn ich lang drum rum, auch wenn es in Österreich war, in Deutschland wäre es genauso verboten, dass Polizeigewalt gegen Schutzbefohlene zum Beispiel. Und wir fangen am besten mit der Quelle kurier.at an. Fangen wir nicht lang drum rum. Los geht's. Er war bei Rot über die Kreuzung gegangen und habe sich anschließend gegen die Polizei gewehrt. Tja. Bei Rot über die Kreuzung gegangen. Das klingt gefährlich, aber er hatte Angst vor der Polizei gehabt. Was erwartet man, bitteschön? Nach dieser ganzen Meldung in England, da hat man auch in Österreich natürlich Angst vor der Polizei, dass man einfach abgeholt wird. Ne? Also dann. Sollen sich die Polizisten lieber nicht wundern. Aber gut. Autisten sieht man ihre Art zu sein halt nun mal nicht an und das ist halt das Problem. Auch für die Polizei, ne? Aber lesen wir weiter, weil ich habe ja gesagt, es steckt viel mehr dahinter, als im Titel zu lesen. Ein Autist, nach Auskunft seiner Mutter, von der er zur Verhandlung begleitet wurde, leidet er am Asperger-Syndrom und spricht nur in bestimmten Situationen, hat sich am Dienstag wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter Körperverletzung am Wiener Landgericht verantworten müssen. Also versuchter Körperverletzung, das war seitens der Polizei natürlich gelogen, ne? Es geht ja noch weiter. Er war am Abend des 24. Dezember 2021 von einer Funkstreife beobachtet worden, als er bei Rot über die Kreuzung ging. Von den Beamten darauf angesprochen, reagierte er nicht. Ja, er hatte Angst gehabt. Wie soll er denn nicht reagiert haben? Meine Güte, erste geht es halt um. Nee, du. Ich werde gleich wütend. Ihr merkt es schon. Kann man nicht erkennen, dass man Angst vor der Polizei hat? Anscheinend nicht. Man muss einfach hinterherrennen. Einfach mal hinterherrennen. Als wenn es normal wäre. Als wenn das normal wäre, einfach so jemanden anzusprechen, der einfach so über Rot über die Straße läuft. Oder auch eine Kreuzung. Außerdem machen es auch zu viele, ne? Vielleicht sollten sich die Beamten, weil es ja am 24. Dezember ja passierte, mal mit dem Weihnachtsmann hier darauf ansprechen, was das sollte, einfach so über die Straßen zu fliegen. Aber das macht ja keiner, ne? Weiter geht's.
Er hat kein Wort gesagt. Zu dem Zeitpunkt war mir nicht bekannt, dass er an Autismus leidet. Ich habe ihn unzählige Male aufgeklärt, dass er eine Verwaltungsübertretung begangen hat und wir einen Ausweis sehen müssen, schilderte der Dienstälteste der Polizisten dem Richter. Tja, leider zu spät geschildert, ne? Aber es geht ja auch weiter. Er habe vermutet, dass der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand oder mit der Polizei nicht gut steht, wie sich der Beamte ausdrückte. Er ist ja auch mit euch nicht gut zu sprechen, weil er Angst hat. Er hat ja die Meldung aus England ja gesehen und hat Angst, dass das in Österreich auch so ist. Ist doch verständlich, oder nicht? Ich meine, wenn man auch in Deutschland Angst haben muss, dass man von der Polizei einfach so abgeholt wird, nur weil man sich als Autist geoutet hat, da kann man ja nur Angst vor der Polizei haben. Ich kann ihn gut verstehen. Weiter geht's. Eine jüngere Kollegin hielt den Mann für einen Staatsverweigerer, wie sie zu Protokoll gab. Staatsverweigerer. Also jetzt geht's aber los hier. Hoffentlich verliert sie ihren Job. Weiter geht's. Als klar war, dass man die Identitätsfeststellung durchsetzen müsse, sei der Mann zurückgegangen, meinte die Beamtin. Das hat auf uns sehr aggressiv gewirkt. Sein Gesicht ist rot geworden. Er hat die Hände erhoben, die Fäuste geballt. Das ist wahrscheinlich teilweise andersrum gegangen. Er, also der Autist, habe zwar die Hände erhoben, aber die Fäuste garantiert nicht geballt. Wie sollte das denn bitte schön aussehen? Also, nee du. Kann man sich nicht ausdenken, was das schon wieder für eine Story ist? Und die sehr aggressive wart natürlich ihr gewesen. Ihr habt ja ihm in Bauchlage fixiert. Und da kommen wir jetzt noch. Daraufhin wurde der 30-Jährige zu Boden gebracht und in Bauchlage fixiert, wobei er sich eine Platzwunde zuzog, die später genäht werden musste und ein Zahn ramponiert wurde. Tada! Beim Anliegen der Handfesseln hatten die drei Polizisten dann insofern Schwierigkeiten, als die Beamte leider nicht die stärkste ist, wie sie vor Gericht einräumte, und der dritte ein Aspirant war, der erst seit 3 Wochen Dienst auf der Straße versah. Dann würde ich mal so sagen, nach 3 Wochen ist auch die Karriere schon wieder gestorben. Würde ich mal sagen, ne? Und vom Wegen leider nicht die stärkste. Das ist schon wieder eine Ausrede, um halt nicht so schlecht über Frauen zu reden. Also nee, du. Kann man sich nicht ausdenken. Wir haben das Jahr 2022. Und trotzdem gibt es solche Formulierungen. Ich verstehe das nicht. Normalerweise sollte der Richter schon bei dieser Anmerkung Ordnungsgeld verhängen. Aber na gut. Vielleicht kommt das ja noch in dem Artikel. Oder auch in den späteren 3 Quellen. Gucken wir mal. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, in Bauchlage und am Boden fixiert mit den Füßen um sich getreten und sich der Gestalt gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Als später die Verstärkung eintraf, soll er doch versucht haben, einen zugezogenen Polizeibeamten einen gezielten Tritt gegen das Knie zu verpassen. Also, insbesondere der letzte Satz ist schon mehr als gelogen. Spätestens ab diesem letzten Satz. Wie sollte das denn funktionieren, bitteschön? Weiter geht's. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Zunächst war unklar, ob mit ihm überhaupt eine Kommunikation stattfinden würde. Vermutlich nicht zuletzt aufgrund der bedächtigen Verhandlungsführung von Richter Philipp Schnabel, beantwortete der 30-Jährige dann sehr leise, aber durchaus verständlich die an ihn gerichteten Fragen. Dass ich versucht habe, einen Polizisten zu schlagen, stimmt nicht, meinte er. Weshalb er auf den Zuruf der Polizei »Es ist rot« nicht reagiert und danach seinen Ausweis nicht hergezeigt habe, könne er nicht sagen. Einer der Polizisten sei auf ihn zugekommen und habe eine Hand auf seine Schulter gelegt bzw. ihn gestoßen. Ich habe seine Hand weggeschoben, weil ich das nicht als gerechtete Handlung gesehen habe. Dann hat man ihn zu Boden gebracht.
Ich habe nicht getreten. Und selbstverständlich glaube ich dem Angeklagten das, weil das, was die Polizei ihm vorwirft, ist sowieso schon gelogen. Das ist schon ein Grund, warum man den eigentlich vom Dienst suspendieren bzw. ihn... Und das ist schon ein Grund, warum diese Polizisten eigentlich nicht mehr in den Dienst gestellt werden dürfen. Aber es geht ja noch weiter. Der dienstälteste Polizist gestand zu, dass die Amtshandlung ein heftiges Einschreiten war. Aber ich konnte nicht wissen, wie er reagiert. Der Angeklagte sei nicht am Boden zu halten gewesen. Er hat sich so gewehrt. Er hat mit den Füßen ausgeschlagen, aber nicht gezielt. Auch der Polizeischüler sprach von einem wilden Herumtreten mit beiden Beinen. Zu Boden habe man den Mann gebracht, weil er von dem Gesicht des Inspektors herumgefuchtelt hat. Herumgefuchtelt. Sag mal, will man mich jetzt, will man mich jetzt volllügen oder was? Mit einer Lügensuppe. Weiter geht's, komm. Ermittlung gegen Beamte eingestellt. Jener zur Verstärkung gerufene Beamte, gegen den der Angeklagte später gezielt getreten haben soll, war aufgrund einer Fortbildung verhindert. Zur zeugenschaftlichen Einvernahme dieses Polizisten wurde die Verhandlung auf Ende Juni vertagt. Aber jetzt kommt der Abschnitt, der halt den einen Titel wohl mehr Sinn ergab. Aufgrund der Verletzung, die der 30-Jährige bei der Amtshandlung erlitten hatte, war auch gegen die drei erst einschreitenden Beamten ermittelt worden. Das Verfahren wegen Körperverletzung wurde vor der Staatsanwaltschaft eingestellt. Da kann man mal sehen, dass auch in Österreich Ungerechtigkeit gegenüber Autisten an den Tag gelegt wird. Kann man sich nicht ausdenken. Da muss man halt bei der Staatsanwaltschaft auch daran gearbeitet werden. Aber das werde ich schon im Programm des VAU dann auch demnächst bekannt geben, was das Justizsystem betrifft. Aber das ist alles eine Sache für den 7. Oktober. Deswegen machen wir jetzt mit Vienna.at weiter. Fackel ich dann drumrum. Und Vienna heißt ja nichts anderes als das englische Wort für Wien. Los geht's. Am Dienstag musste sich ein Autist, der am Asperger-Syndrom leidet und nicht in bestimmten Situationen spricht, am Wiener Landesgericht wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt und versuchter Körperverletzung verantworten. Er leidet nicht an seinem Asperger-Syndrom, sondern an der Umgebung um sich herum. Und die Umgebung ist zum Beispiel auch das Gericht hier. Oder wenn der Staatsanwalt in der Nähe sitzt, ne? Weiter geht's. Er war am Abend des 24. Dezember 2021 von einer Funkstreife beobachtet worden, als er bei Rot über die Kreuzung ging. Von den Beamten darauf angesprochen, reagierte er nicht. Weil er Angst hat. Angst vor der Polizei. Dass die ihn so einfach mitnehmen. Weiter geht's. Man ging bei Rot über die Straße und wollte nicht mit Polizisten sprechen. Ja, weil er Angst hat. Wie oft muss ich es mich denn noch wiederholen? Wiederholt euch dann noch öfter. Weiter geht's. Er hat kein Wort gesagt. Zu dem Zeitpunkt war mir nicht bekannt, dass er an Autismus leidet. Tja, und jetzt kommen wir zum beliebten Satz. Unwissenheit schützt vor Strafe nicht, ne? Und ich hoffe, dass bei den Polizisten, die diesem Kerl einfach hier mit Gewalt hier so auf den Boden gedrückt haben, dass die nicht mehr in Dienst gestellt werden dürfen. Oder zumindest den Innendienst machen. Nur noch den Innendienst. Weiter geht's. Ich habe ihn unzählige Male aufgeklärt, dass er eine Verwaltungsübertretung begangen hat und wir einen Ausweis sehen müssen, schilderte der Dienstälteste der drei Polizisten dem Richter. Er habe vermutet, dass der Mann unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand oder mit der Polizei nicht gut steht, wie sich der Beamte ausdrückte. Eine jüngere Kollegin hielt den Mann für einen Staatsverweigerer, wie sie zu Protokoll gab. Als klar war, dass man die Identitätsfeststellung durchsetzen müsse, sei der Mann zurückgegangen, meinte die Beamtin. Das hat auf uns sehr aggressiv gewirkt. Sein Gesicht ist rot geworden, er hat die Hände erhoben,
die Fäuste geballt. Auch das habe ich ja schon mal gesagt, Leute. Er hat zwar die Hände gehoben, aber die Fäuste geballt haben letztlich die Beamten. Weiter geht's. 30-Jähriger vom Polizisten am Boden fixiert. Daraufhin wurde der 30-Jährige zu Boden gebracht und im Bauchlager fixiert, wobei er sich eine Platzwunde zuzog, die später genäht werden musste und ein Zahn ramponiert wurde. Beim Anlegen der Handfesseln hatten die drei Polizisten dann insofern Schwierigkeiten, als die Beamtin leider nicht die stärkste ist, wie sie vor Gericht einräumte und der dritte ein Aspirant war, der erst seit 3 Wochen Dienst auf der Straße versah. Ein Aspirant. Machen wir zufällig Schleichwerbung für Aspirin? Mensch, Martin. Ein Aspirant ist sowas wie ein Beamtenanwärter. Ach so, sowas wie die Superstar-Anwärter bei DSDS zum Beispiel. Ganz genau. Danke, Superhand. Bitte. Lesen wir weiter. Die Staatsanwaltschaft haftet dem Angeklagten vor, in Bauchlage und am Boden fixiert, mit den Füßen um sich getreten und sich dargestellt, gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Als später die Verstärkung eintraf, soll er noch versucht haben, einen zugezogenen Polizeibeamten einen gezielten Tritt gegen das Knie zu verpassen. Ja. Also, das ist schon mal gelungen. Der ganze Abschnitt hier. Auch wenn der letzte Satz das Gelogenste der Gelogenen war, ist eigentlich der gesamte Abschnitt schon gelogen. Ich meine... Und als Beamtenanwärter, wie es unter Aspirant ja auch so schön heißt, ne, hat man sich schon die Beförderung bzw. die Übernahme in den Polizeidienst schon verbockt. Ganz einfach verbockt. Weiter geht's. Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Ich habe nicht getreten. Der Angeklagte bekannte sich nicht schuldig. Zunächst war unklar, ob mit ihm überhaupt eine Kommunikation stattfinden würde. Vermutlich nicht zuletzt aufgrund der bedächtigen Verhandlungsführung vom Richter Philipp Schnabel beantwortete der 30-Jährige dann sehr leise, aber durchaus verständlich auf die ihm gerichteten Fragen. Dass sie versuchte, einen Polizisten zu schlagen, stimmt nicht, meinte er. Weshalb er auf den Zuruf der Polizei, es ist rot, nicht reagiert und danach seinen Ausweis nicht hergezeigt habe, könne er nichts sagen. Einer der Polizisten sei auf ihn zugekommen und habe eine Hand auf seine Schulter gelegt bzw. ihn gestoßen. Ich habe seine Hand weggeschoben, weil ich das nicht als gerechtfertigte Handlung gesehen habe. Dann habe man ihn zu Boden gebracht. Ich habe nicht getreten. Der Dienstherr des Polizisten gestand zu, dass die Amtshandlung ein heftiges Einschreiten war. Aber ich konnte nicht wissen, wie er reagiert. Der Angeklagte sei nicht am Boden zu halten gewesen. Er hat sich so gewehrt. Er hat mit den Füßen aufgeschlagen, aber nicht gezielt. Auch der Polizeischüler sprach von einem wilden Herumtreten mit beiden Beinen. Zu Boden habe man den Mann gebracht, weil er vor dem Gesicht des Inspektors herumgefuchtelt hat. Vor dem Gesicht herumfuchteln ist schon die größte Lügengeschichte, die ich je gehört habe. Vor dem Gesicht herumfuchteln. Meine Güte. Hat der Angeklagte versucht, den Polizeibeamten in den Schlaf zu bringen, oder was? Mit einem Pendel? Oder was? Meine Güte. Noch 2 Abschnitte, dann lesen wir die nächste Quelle vor. Verhandlung auf Ende Juli vertagt. Jener zur Verstärkung gerufene Beamte, gegen den der Angeklagte später gezielt getreten haben soll, aufgrund einer Fortbildung verhindert. Zur zeugenschaftlichen Einvernahme des Polizisten wurde die Verhandlung auf Ende Juni vertagt. Aufgrund der Verletzung, die der 30-Jährige bei der Amtshandlung erlitten hatte, war auch gegen die 3 ersteinschreitende Beamten ermittelt worden. Das Verfahren wegen Körperverletzung wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Ja, und wir haben ja schon Ende Juni, also dürften die nächsten Meldungen auch bald auf Kanal Autismus kommen, ne? Aufgrund der Verletzung, die der 30-Jährige bei der Amtshandlung erlitten hatte, war auch gegen die 3 ersteinschreitenden Beamten ermittelt worden. Das Verfahren wegen Körperverletzung wurde von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Tja,
Ganz klar, die Staatsanwaltschaft ist in erster Linie sowieso gegen den Angeklagten gerichtet. Und wenn etwas gegen den Angeklagten gemacht wurde, dann wird das halt von der Staatsanwaltschaft eingestellt. Ist in Deutschland auch nicht anders. Und in England genauso. Nur in England ist es der Unterschied, dass man einfach so abgeholt wird. Auch wenn man sich nicht zur Schulden hat kommen lassen, ne? 13 Zuckerl hat diese Artikel gekriegt. Oder was soll das darstellen? Oder hier, wie hat dir dieser Artikel gefallen? Also jetzt ist es eine Frage an mich gerichtet, ne? 3 haben mir schon abgestimmt, einer hat es informativ gewertet und 2 berührend. Ich würde sagen, ich kann mich nicht entscheiden. Obwohl, das sieht so aus, als würde man das Ganze überhaupt lustig finden, dass Autisten einfach hier vor der Polizei, nur weil man Autist ist, zu Boden gebracht bzw. geschlagen und getreten wird. Kann man sich nicht ausdenken, was in unserer Welt schief läuft. Kann man sich nicht ausdenken. Jetzt kommen wir zur dritten Quelle von der Standard.at. Fuck mich dann drumrum. Los geht's. Ein Patient mit Asperger-Syndrom reagierte nicht auf die Polizei, als sie ihn maßregelte, weil er bei Rot über die Straße ging. Die Amtshandlung eskalierte. Und jetzt kommt meine Eskalation. Autismus ist keine Krankheit. Und zweitens kommt nicht mit Patienten. Wenn ich Richter wäre, sofort Ordnungsgeld in Höhe von 100 Euro... an der Standard.at, ersatzweise einen Tag Ordnungshaft. Meine Güte. Ja, auch ich war Fan von Gerichtsshows. Insbesondere für das RTL-Strafgericht. Weiter geht's. Wien. Geht es nach dem Polizisten, der im Zeugenstand aussagt, da war das eine vorbildliche Amtshandlung. Vorbildlich. Ja, nee, ist klar. Würde Atze Schröder sagen. Weiter geht's. Zumindest zu Beginn. Am Ende aber hat ein junger Autist eine Platzwunde am Kinn. Trotzdem ist er es, der sich vor Gericht verantworten muss. Die angeklagten Delikte, versuchter Widerstand gegen die Staatsgewalt und versuchte Körperverletzung. Und das versuchte Körperverletzung ist ja sowieso gelogen, ne? Aber das haben wir ja schon mal gesagt. Weiter geht's. Was war passiert an diesem Heiligabend im Jahr 2021? Das Geschehen wird heute, also Dienstag, der 17. Mai, am Landesgericht Wien verhandelt. E., heute 30 Jahre alt, ging kurz vor Mitternacht irgendwo in Wien bei Rotlicht über eine Straße. Rotlicht. Sag mal, war die Kreuzung entweder auf dem Straßenstrich gewesen oder was? Meine Güte. Formuliert doch bitte mal wahrheitsgemäß. Das ist eine Falschaussage der Standard.at. Da kann man sich strafbar machen. Und jetzt? Und jetzt? Soll ich euch jetzt eure Formulierungen entweder decken oder was? Könnt ihr vergessen. Das habt ihr euch schön selbst eingebrockt. Weiter geht's. Ausgerechnet während ein Polizeiauto vorbeifuhr. Eigentlich war man gerade auf dem Weg zu einem Einsatz wegen Lärmbelästigung, erzählen die 3, die im Auto saßen. Ein Beamter, eine Beamtin und ein Aspirant, auch alle nach 1990 geboren, in der Fahndung. Die Beamtin, die das Auto lenkte, blieb stehen und sprach den Mann auf die Verwaltungsübertretung an. Den Beamten, der einst der Ausbildner der Lenkerin gewesen war, freute das, immerhin sei sie immer so recht schüchtern gewesen. Sie sei immer recht schüchtern gewesen. Kann es sein, dass die Beamtin auch Autistin ist? Oder was meint ihr? Schreibt es mal in die Kommentare. Alkohol, Drogen oder Staatsverweigerer. Und so wollte er eben die Amtshandlung auch wirklich zu Ende führen. Auch wenn er sich, wie er sagt,
eigentlich auf einen ruhigen Weihnachtsdienst eingestellt hätte. E wurde also zur Rede gestellt und habe nicht reagiert. Daraufhin, so sagt es der Beamte, der die Amtshandlung geleitet hatte, habe ihm unzählige Male erklärt, dass man nun seinen Ausweis brauche, damit sei die Sache erledigt. Damit sei die Sache erledigt. Schon klar. Wahrscheinlich wollt ihr ihn wahrscheinlich mitnehmen und schlagen, ne? Ja. Er hat Angst vor euch gehabt. Mal ernsthaft. Versetzt euch mal in seiner Lage. Aber nein. Ihr macht trotzdem einfach... Kann man sich nicht ausdenken. Aber was bin ich hier, um mich ständig zu wiederholen? Weiter geht's. Und dass man ihn festnehmen müsse, würde seine Identität weiter unklar bleiben. Eben. Weiter geht's. Man dachte sich, irgendwas stimme nicht mit dem Mann. Der Beamte dachte an Drogen oder Alkohol. Die Beamtin an Staatsverweigerer. In der Schule haben sie gelernt, dass die Polizei nicht ernst nehmen würden. Tja, dann würde ich mal sagen, wurde sie halt in eine falsche Schule halt geschickt. Welche Schule es auch war. Wenn ich auch in eine Schule gekommen wäre, wo Intoleranz an den Tag gelegt werden, dann würde ich das auch genauso sehen. Aber weiter geht's. Als er durchsuchen wollte, so sagt der Beamte, habe der seine Hand weggeschlagen. Wenig später ist er sich aber nicht mehr so sicher, ob er tatsächlich geschlagen oder nur gefuchtelt habe. Für mich ist das kein normales Verhalten, sagt der Beamte. Die Beamtin spricht davon, habe die Hände zu Fäusten geballt und erhoben. Also geballt schon mal gar nicht, ne? Weiter geht's. Später soll er die Polizeikräfte auch beschimpft haben. Das ist gelogen. Weiter geht's. Die beiden sahen einander jeweils an und fragten, bereit, und brachten den Mann zu Boden. Höchst unglücklich, den er stürzte, erlitt eine Platzwunde am Kinn und Verletzungen an den Zehen. Man habe ihn nicht halten können, sagten die Polizeikräfte sinngemäß. Ein Strafverfahren gegen die drei wegen Amtsmissbrauchs wurde eingestellt. Von der Staatsanwalt, ne? Die sind immer gegen die Angeklagten. Hat man auch in den Gerichtsschluss auch gesehen. Na, in der Realität, ne? Weiter geht's. Vorwurf, ziellose und zielgerichtete Tritte. Als auf dem Boden lag, so sagen die Beamten und die Beamtin unisono, habe ziellos zugetreten. Wohlgemerkt, er lag auf dem Bauch, was Strafverteidiger Helmut Graupner auch dazu veranlasst, sich zu fragen, wie man da überhaupt mit den Beinen zutreten könne. Der Aspirant eilte jedenfalls zu Hilfe und fixierte zusätzlich an den Beinen, während die beiden anderen ihn an den Arm fixierten. Als wieder aufgesetzt war, so lautet der zweite zentrale Vorwurf, soll er dann noch gezielt nach dem Knie eines Verstärkungsbeamten getreten haben, der mittlerweile ebenfalls da war. Der betreffende Beamte ließ sich am Dienstag allerdings entschuldigen, die drei Anwesenden haben den Tritt nicht mit eigenen Augen gesehen. Na siehste! Dann ist es wohl klar. Die drei anwesenden Beamten haben eine Falschaussage getätigt. Das müsste eigentlich bestraft werden. Hauptsache, die kriegen bei der Polizei keinen Job mehr. Höchstens vielleicht im Innendienst. Dann können sie wenigstens keine Schaden mehr anrichten an Autisten. Sondern die machen einfach nur Berichte schreiben und so weiter. Weiter geht's. Nach 1,5 Stunden versucht Richter Philipp Schnabel eindringlich, die Hauptverhandlung mit dem Tag zu beenden. Er merkt an, dass außergewöhnlich mildende Umstände vorliegen würden und schlägt eine Diversion vor, sollte für die Taten Verantwortung übernehmen. Wollt ihr ihn jetzt zu einem falschen Geständnis hier überreden, oder was? Meine Güte, was ist das schon wieder für eine Politik hier? Kann man sich nicht ausdenken. Weiter geht's. Seine Mutter und sein Anwalt verlassen den Raum, um sich zu beraten. Als der Angeklagte zurückkommt, sagt er nur einen einzigen Satz. Ich habe nicht getreten. Der Richter will also ein Gutachten einholen, weitere Zeugen laden und die Verhandlung fortsetzen. Nicht ohne noch einmal anzumerken, dass eine Verantwortungsübernahme die Sache hier und jetzt beenden könnte.
Der aber bleibt dabei. Er habe keine Gewalt ausgeübt, also wolle er das auch nicht zugeben. Die Verhandlung wird Ende Juni, also vielleicht heute, fortgesetzt. Es gibt auch nichts zuzugeben, dass er über Rot über die Ampel gelaufen ist. Das kann man ja zugeben, aber versuchte Körperverletzung? Nein. Oder hier, wie finden Sie den Artikel? Schon wieder das gleiche bei Vienna.at, ne? Die tun gerade so, als ob das alles witzig wäre. Weiter geht's. Mit dem letzten Quelle von der Kronenzeitung Wien. Wirkte aggressiv, Polizei hielt Autist für Staatsverweigerer. Fangen wir dann drumrum, los geht's. Ein kurioser Fall wird derzeit am Wiener Landgericht verhandelt. Ein Autist soll während einer Amtshandlung Widerstand gegen die Staatsgewalt geleistet haben. Er war von einer Funkstreife beobachtet worden, als er bei Rot über die Kreuzung ging. Von den Beamten darauf angesprochen, reagierte er nicht. Und ich reagiere gleich auf Folgendes, wenn das Handy nicht sofort still ist. Und vor allem, wenn ich nochmal Lügen hier sehen muss. Aber das lässt sich sowieso nicht vermeiden, weil die vier Quellen sind ja fast gleich, ne? Weiter geht's. Der 30-Jährige leidet am Asperger-Syndrom und spricht nur in bestimmten Situationen. Er leidet nicht an seinem Asperger-Syndrom, sondern an Umgebungen sich herum. Merkt ihr was? Weiter geht's. Am Dienstag musste er sich am Wiener Landgericht wegen Widerstands gegen Staatsgewalt und versuchter Körperverletzung verantworten. Ja, wiederholt euch denn noch öfter. Und außerdem, versuchter Körperverletzung ist sowieso gelogen. Weiter geht's. Der Mann war am Abend des 24. Dezember von einer Funkstreife beobachtet worden, als er bei Rot über die Kreuzung ging. Die Beamten sprachen ihn darauf an. Er hat kein Wort gesagt. Zu dem Zeitpunkt war mir nicht bekannt, dass er an Autismus leidet. Nochmal, er leidet nicht an seinem Autismus, sondern an der Umgebung um sich herum. Vor allen Dingen, wenn es um euch Polizisten geht. Er hatte Angst vor euch. Merkt ihr das? Wenn ihr mal die Meldung aus England gelesen hättet, was mit den Autisten dort angestellt wurde, dann hättet ihr eigentlich wissen können, dass er vor euch Angst hat. Ihr hättet stattdessen sagen können, Sie müssen doch keine Angst vor uns haben. Wir tun ihnen doch nichts. Aber was habt ihr gemacht? Lesen wir weiter. Ich habe ihn unzählige Male aufgeklärt, dass er eine Verwaltungsübertretung begangen hat und wir seinen Ausweis sehen müssen, sagt der Dienstältester der drei Polizistinnen und Polizisten zum Richter. Er hat vermutet, dass der Autist unter Drogen- oder Alkoholeinfluss stand. Und die Kronenzeitung hält von Gendern wohl eher nichts von, ne? Weiter geht's. Er hat sehr aggressiv gewirkt. Eine jüngere Kollegin hielt den Mann gar für einen Staatsverweigerer. Er sei zurückgegangen, als man ihn auf das Überprüfen der Identität aufmerksam gemacht habe. Das hat auf uns sehr aggressiv gewirkt. Sein Gesicht ist rot geworden, er hat die Hände erhoben, die Fäuste geballt. Wie gesagt, das mit dem Fäuste geballt haben, während man die Hände hochgehoben hat, ist eh gelogen. Weiter geht's. Daraufhin wurde der 30-Jährige zu Boden gebracht und in Bauchlage fixiert, wobei er sich eine Platzwunde zuzog, die später genäht werden musste. Meine Güte. Wiederholt euch denn noch öfter. Meine Güte. Aber ist ja gleich vorbei. Die Staatsanwaltschaft warf dem Angeklagten vor, noch mit den Füßen um sich getreten und sich gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Später soll er versucht haben, einem zugezogenen Polizisten einen Tritt gegen das Knie zu verpassen. Dass ich versucht habe, einen Polizisten zu schlagen, stimmt nicht, sagte der Angeklagte zum Richter. Er wisse nicht, weshalb er seinen Ausweis nicht hergezeigt habe. Zudem habe er lediglich die Hand eines Beamten weggeschoben. Ja, und das Wegschieben eines Handes ist ja eigentlich doch in Ordnung, oder nicht? Ich meine, er hatte Angst. Meine Güte! Kann man das nicht erkennen?
Ich verstehe manche Menschen gar nicht. Wenn ich zum Beispiel jemand ansprechen würde und man weicht von mir zurück, dann ist mein Signal für mich ja klar. Dann habe ich dem in Ruhe zu lassen. Meine Güte. Weiter geht's. Polizei gestand heftiges Einschreiten. Der dienstälteste Beamte gestand, dass die Amtshandlung ein heftiges Einschreiten war. Er habe nicht wissen können, wie der Angeklagte reagiere, da sich dieser stark gewehrt hatte. Aufgrund der Verletzung, die der Autist erlitten hatte, war auch gegen die ersteinschreitenden Polizisten ermittelt worden. Das Verfahren wurde aber bereits eingestellt. Von der Staatsanwaltschaft, die sowieso gegen den Angeklagten ist. Weiter geht's. Da der Kollege, der zur Verschlagung gerufen wurde, noch nicht befragt werden konnte, geht die Verhandlung erst Ende Juni, also heute weiter. Und wir werden auch dranbleiben. Was soll ich dazu auch sagen, Leute? Also, nicht nur in England gibt es Vorgehensweise gegen Autisten, sondern auch in Österreich. Und vielleicht in Deutschland genauso. Aber gut. Was meint ihr zu dem Artikel? Schreibt es in die Kommentare und meine etc. pp. Als auch das Video zu liken, als auch das Video zu teilen, als auch den Abo-Button mit der Glocke zu aktivieren, damit ihr kein weiteres Video verpasst. Wir sehen uns dann morgen mit einer weiteren Meldung zum Thema Autismus wieder. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.